Guten Tag, Frau Lunacek. Danke fürs Kommen. Gerne. Bitte Platz zu nehmen. Ob die Grünen, Frau Lunacek, auch nach dem 15. Oktober hier sitzen werden, ist ja laut Umfragen nicht gewiss, nicht sicher. Demnach geht es ums Überleben. Wie schwer ist es denn da, wir haben Sie in Ried beim Wahlkämpfen gesehen, Überzeugungsarbeit zu leisten? Also ich erlebe in den letzten Wochen, wo wir jetzt diese Aufholjagd begonnen haben, durchaus sehr viel Zuspruch. Auch zum Beispiel in Ried, wo Sie uns ja begleitet haben. Und ich erlebe sehr oft, dass Menschen, mit denen ich rede, dann sagen, ah ja, Sie haben eigentlich recht, also wahrscheinlich wähle ich Sie doch. Und das nehme ich jetzt her, auch und mit den Grünen gemeinsam zu sagen, in diesen letzten 5 Wochen gilt es wirklich noch, die Ärmel aufzukrempeln, nicht locker zu lassen, um jede Stimme zu kämpfen. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch noch gelingen wird, dass wir hier durchaus noch zulegen. Und mein Ziel ist immer noch die Zweistelligkeit, so stark zu werden, dass wir ein Wörtchen mitzureden haben bei der Regierungsbeteiligung. Und die große Mehrheit unserer Wählerinnen und Wähler hätten uns auch gerne in gestalterischer Form. Wir sind in 6 Landesregierungen, leisten dort wirklich sehr gute Arbeit. Im Bereich Umwelt und Klima, im Bereich Soziales, im Bereich auch Integration. Das heißt, hier wissen auch die Bürgerinnen und Bürger, dass sie mit uns konkrete und sinnvolle Projekte bekommen. Und das möchte ich auch das stelle ich auch in diesem Wahlkampf in den Vordergrund. Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, das sind die Themen, die mir und uns Grünen und den Bürgerinnen und Bürgern am Herzen liegen. Aber ist nicht genau das grüne Dilemma, nämlich für die Bundesgrünen, dass in den Landesregierungen die Grünen oft Dinge beschließen, die sie vehement im Punkt ablehnen? Sprich, das macht es vielleicht auch so schwer, dann wirklich als linke Alternative kantige Oppositionspolitik zu machen. Also fällt mir jetzt nicht wirklich ein, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wo es einen großen Widerstand gegeben hätte. Sie kritisieren zum Beispiel, Widerstand nicht, aber Widerspruch. Sie kritisieren zum Beispiel Sebastian Kurz bei der Kürzung der Mindestsicherung. Genau das beschließt aber die grüne Bundessprecherin Ingrid Philippe in Tirol mit der ÖVP. Naja. Das ist ja, ich meine, und das wissen auch die Wählerinnen und Wähler, dass wir, wenn wir grüne Themen umsetzen, dann müssen wir das mit einem Koalitionspartner machen. Das Problem ist ja, dass die ÖVP hier wirklich nur mauert und blockiert über Jahre und Jahrzehnte lang. Wir haben seit mittlerweile 31 Jahren die ÖVP an der Regierung. Wir haben einen ÖVP-Umweltminister, ich glaube, das Umweltministerium ist seit mittlerweile, vielleicht, ich habe es nicht genau im Kopf, 2 Jahrzehnten in ÖVP-Hand. Ich meine, die tun einfach nichts. Wenn Sie mitregieren wollen, also wir reden da von einer möglichen Dreierkoalition, wenn sie es ausgeht, wäre dann überhaupt Sebastian Kurz und die ÖVP ein solcher Partner? Also jetzt schauen wir mal, dass wir stärker werden und dass wir dann mitreden. Und aber wenn es dann, wenn aus? Es dann, nein, ich schließe es nicht aus und ich wollte auch kurz erklären, warum, wenn es dann überhaupt zahlenmäßig möglich ist, also wenn wir hier auch so stark sind, dass wir hier mitreden können um eine Koalition, dann bin ich auf jeden Fall bereit, mich auch mit Sebastian Kurz zusammenzusetzen, das ist klar. Das Einzige, was ich ausschließe, ist Strache und FPÖ. Aber ja, und ich denke, es hängt davon ab, welche Politik Kurz dann nach der Wahl machen will. Wenn die ÖVP mit Kurz bereit ist, grüne Inhalte umzusetzen, dann ist das möglich. Und ich nehme als Beispiel, muss ich sagen, die ÖVP ist da immer sehr flexibel. In Oberösterreich zuerst 12 Jahre mit den Grünen, dann gibt es die Mehrheit nicht mehr mit den Grünen, weil die ÖVP verloren hat. Wir hatten ja zugelegt. Und dann machen sie schwarz-blau und machen blaue Politik. Wenn die ÖVP unter Kurz bereit ist, wieder grüne Politik zu machen, okay, dann könnte sich das ausgehen. Aber Frau Lunacek, wie soll das zusammengehen, wenn wir an die Migrationspolitik denken, zum Beispiel Schließung der Mittelmeerroute? Da können Sie doch nicht mit. Nein, aber das sagen nicht nur wir, sondern das sagen alle Experten und Expertinnen, auch der ÖVP nahestehende, dass das so nicht funktioniert. Wenn Kurz das will, dann geht das einfach mit uns auf keinen Fall. Wir wollen eine menschenwürdige Asylpolitik. Und das würde zum Beispiel heißen, er ist ja jetzt auch Außenminister, die Botschaften zu öffnen, wieder für Botschaftsasyl. Aber das wäre dann ja ein Punkt, wo Sie sagen, genau deswegen könnte man nicht mit der ÖVP koalieren. Naja, also es gibt durchaus auch Leute in der ÖVP, die das für sinnvoll halten. Auf die würde ich dann bauen und vielleicht wechselt Herr Kurz ja dann doch seine Meinung wieder und macht etwas, was nämlich für nicht nur für die Menschenwürde, sondern auch für legale Zugänge sicher wäre und auch um Ordnung zu schaffen. Was ja jetzt ist, herrscht Chaos. In dieser Frage Migration, Integration, da trennt sie auch ganz viel von Peter Bilz, ihr einstiger Mitstreiter, nunmehr Konkurrent. Dieser Riss, der da durch die Grünen geht, ist das eigentlich die Schuld von Peter Bilz oder hat er mit seinem eigenen Antreten diesen Riss einfach nur sichtbar gemacht? Das ist kein Riss, der durch die Grünen geht.
Pilz hat schon länger überlegt, er hat schon länger überlegt, eine eigene Liste zu machen. Das ist mittlerweile bekannt. Und er hat das entschieden, das so zu tun. Ist das für Sie etwas Unumstößliches, also auch spätere parlamentarische Zusammenarbeit mit ihm? Können Sie sich das überhaupt vorstellen? Also schauen Sie, es geht darum, uns Grünen geht es um Inhalte und nicht so stark um Personen. Wenn es um Inhalte geht, wo wir ähnlicher Meinung sind, da gibt es in einem Nationalrat dann auch Kooperation, auch zwischen den Fraktionen. Das werden wir dann sehen. Aber jetzt werden wir erst einmal sehen, ob die Liste Pilz tatsächlich auch in den Nationalrat kommt. Für uns Grüne bin ich wirklich überzeugt, dass wir hier diese Aufholjagd in den nächsten Wochen auch noch gewinnen werden. Frau Lunacek, in unseren Interviews soll es um das Wie gehen, nämlich wie wollen Sie auch grüne Kernforderungen umsetzen? Ja. Da verhehlen Sie ja nicht Unpopuläres, nämlich Diesel soll dann teurer werden und Sie wollen ab 2030 nur noch E-Autos zulassen. Jetzt frage ich mich, Sie wissen selber, im Wahlkampf E-Busse fahren nun mal nicht von Wien nach Vorarlberg, Sie müssen selbst auf den Diesel zurückgreifen. Sind diese Forderungen auf Ihre Realisierbarkeit eigentlich durchdacht? Ja, sowieso. Wir sind ja niemand, wer sagt, von heute auf morgen wird das anders. Ja? Also diese Illusion hat ja niemand von uns und diese Vorschläge auch nicht. Das sind ja Konzepte, die über längere Jahre gehen. Die Frage deshalb, denn die Skepsis, die teilt einer der prominentesten Grünen, nämlich der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann. Der nennt 2030 einen Schwachsinnstermin. Daher die Frage, glauben Sie, dass das in dieser Zeit wirklich so realisierbar ist? Ja, und ich weiß, welche Positionen der Winfried Kretschmann da betrifft. Wir haben auch unter Grünen, schauen Sie, wir sind eine Partei, wo es auch Debatten gibt, ja, wo auch nicht alle immer die gleiche Meinung haben. Aber wir sehen, dass dieses Ziel machbar ist. Wir haben hier tatsächlich auch Daten von Experten. Wir wissen auch von Autounternehmen, dass es möglich ist. Dann muss man eben jetzt anfangen zu handeln. Es geht einfach wirklich darum, die Zukunft der nächsten Generationen zu sichern, über das Überleben in Österreich und auf diesem Planeten. Wenn das die Wähler oder nicht genügend Wähler so sehen am 15. Oktober. Wer ist denn eigentlich schuld, die Grünen oder Peter Pilz? Ich beschäftige mich mit dieser Frage jetzt nicht, verzeihen Sie. Wir werden schauen, dass wir am 15. Oktober hier wirklich so zulegen. Es sind hier, und das gebe ich schon zu, es sind in der Vergangenheit, in diesem letzten Dreivierteljahr durchaus einige Dinge passiert, die besser hätten laufen können. Ja. Aber ich bin angetreten jetzt, um die Grünen wieder auf die Gewinnerstrecke zu bringen. Ich nehme Hürden sportlich und insofern baue ich auf ein gutes Ergebnis am 15. Oktober und danach sehen wir weiter. Dann sage ich danke für das Gespräch. Ja. Danke ebenfalls.